Es gibt drei Arten von Leuten. Die von oben, die von unten, die, die fallen. Der Schacht. Ja, der Schacht. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Corona-Ausgabe vom Kinocast. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und den Chris. Hallo Chris. Hallo. Hallo. Und auch von meiner Seite hallo. Hier vom hallo Erik. Hallo Erik. Wir halten alle hier die Stellung. Hashtag Stay at Home. Mehr oder weniger, ja. Ja, eher weniger bei mir. Ja. Ich muss nächste Woche auch mal das Haus verlassen. Dann muss ich nämlich mal rein auf Arbeit, ja. Ich hoffe, ich umgehe alle Leute, die da immer viel gereist sind und so. Ja, aber wir haben tatsächlich wieder Filme für euch. Und wir haben eine Art Sneak Preview haben wir gemacht. Und der Chris hatte auch eine coole Idee für die Sneak Previews der nächsten Woche. Dazu kommen wir aber dann später. Erstmal die Sneak Preview von dieser Woche. Das war der Film Der Schacht auf Netflix. Wir müssen uns ja Plattform. Gut, dass du es dazu sagst, weil Der Schacht auf Pornhub ist ein anderer Film. Ja? Ja, weiß nicht. Habe ich noch nicht geguckt, aber kann man ja zur Wir Zeit haben jetzt auch, alle Pornhub Premium, deswegen. Genau, kann man ja zurzeit auch im Premium-Account gucken, wenn man will. im Englischen oder in der US-Version heißt dieser Film Plattform, wo es auch die meisten Werbematerialien gibt, wenn man danach sucht, nach dem Film. Im Spanischen, wo der Film auch herkommt, heißt der El Hoyo. Und das ist so eine Art, so ein bisschen von der Stimmung her wie Cube. Hier ist es so, hier gibt es einen Schacht, wie der Name eben schon sagt. Also besser gesagt, es ist so ein Haus mit einer quadratischen Aussparung in der Mitte. So eine Plattform halt, ne, mit einer quadratischen Aussparung, wo in der Mitte durch ein Aufzug fahren kann. Und man sieht quasi oben drüber, kann man quasi schauen und sieht dann ganz, ganz viele andere von diesen Räumen mit dieser Aussparung in der Mitte und unten drunter. Wenn man nach unten schaut, sieht man auch ganz, ganz, ganz viele von diesen Aussparungen. Und da sind überall Personen drauf. Manchmal, also mindestens zwei Personen sind immer drauf. Und manchmal auch noch andere Wesen. Ich sage jetzt mal nicht, will man nicht zu viel verraten. Manchmal auch noch was extra. Und wir beobachten einen Mann, der aufwacht auf einer von diesen Plattformen. Und da ist noch ein älterer Mann mit drauf. Ist so ein bisschen wie so eine Gefängniszelle. Jeder hat so ein Bett, was so in die Wand eingelassen ist. So ein Betonbett, wo er drauf schlagen kann auf der gegenüberliegenden Seite dieses Schachtes. Und dort wacht dieser Mann auf und bekommt von diesem älteren Mann erklärt, um was es sich da handelt. Nämlich, sie sind irgendwie auf Plattform 8, glaube ich, als sie anfangen, was wohl, nee, Quatsch, 38 oder so, was wohl seiner Aussage nach schon sehr, sehr gut ist. Und er erfährt dann, das ist so eine Art Gefängnis, in dem er sich da befindet. Also jeder hat irgendwie einen Grund, um da drin zu landen. Sein eigener Grund, weshalb er da drin gelandet ist, ist, dass er sich damit irgendwelche Vorteile bei irgendwelchen Diplomabschlüssen oder sowas ermöglichen kann, dadurch, dass er eben mal in dieses Gefängnis dort mal ein paar Runden dreht oder eine gewisse Zeit lang bleibt, um dort soziale Studien zu betreiben. Und dieser ältere Mann erklärt ihm dann auch, wie das Ganze funktioniert, nämlich es fährt von oben nach unten eine Plattform durch, auf der sich Nahrungsmittel befinden, ein riesiger gedeckter Essenstisch, eine Tafel mit jeder Menge Speisen drauf, ganz feine Sachen. Und diese Plattform fährt von oben nach unten durch, das heißt, wer natürlich auf Plattform 1 ist, der hat die größte Auswahl und dann geht es immer weiter nach unten durch und jeder kann sich da was nehmen und jeden steht frei zu nehmen, wie viel er nehmen möchte. Es ist natürlich so, dass die weiter oben sind in der Hierarchie dieses Schachtes, dass die teilweise richtig heftig zuschlagen und denen völlig egal ist, was nach ihnen kommt. Und es führt dann dazu, dass eben auf diesen unteren Etagen eigentlich fast nichts mehr ankommt und die Personen, die dort hausen müssen, schon eine, ja,
ziemliche Probleme bekommen. Chris, weißt du noch, wie lange die immer jeweils auf einer Plattform bleiben mussten? Ich überlege gerade, ob es war das eine Woche? Ein Monat. Ein Monat, okay. Mhm. Also die müssen immer einen Monat auf dieser jeweiligen Plattform bleiben und deswegen kann da, wenn man einen Monat kein Essen hat, kann das schon mal zu wildesten Sachen führen, Kannibalismus oder sonst was allem, ne? Und ist dann so, nach einem Monat wird Gas in diese jeweiligen Plattformen eingeleitet und die Personen, die dort residieren, schlafen ein und wachen am nächsten Morgen auf irgendeiner anderen Plattform auf. Das kann sein, dass sie irgendwie nach oben kommen. Es kann auch sein, dass sie irgendwie völlig nach ganz unten landen. Das ist irgendwie gefühlt völlig random, weil es ist irgendwie nicht erkennbar, nach welchem Prinzip das läuft. Es ist nicht so, dass man sich durch gute Taten irgendwie nach oben arbeitet oder durch schlechte Taten nach unten, sondern irgendwie völlig, völlig zufällig. Und so passiert es dann auch, dass dieser Mann, den wir in dem Film begleiten, wirklich erstmal auch nach unten abgestuft wird, ziemlich weit. Und er bleibt aber mit seinem Zellenkameraden zunächst mal auf einer Plattform. Und jeder Mensch durfte eine Sache mitnehmen in dieses Gefängnis. Und der Mann, den wir begleiten, der hat sich ein Buch ausgesucht, damit er was zu lesen hat. Und sein Zellenkumpane hat sich ein Messer mitgenommen. Und das, ja, das könnte natürlich dann zu wilden Verwicklungen führen. Und viel mehr will ich da auch mal nicht verraten, was dann noch so passieren könnte. Oder? Das war doch mal eine Sneak Preview. Hä? Damit hat keiner gerechnet. Hat auch keiner getippt, oder? Doch, ich habe damit gerechnet, weil du hast gesagt, guck mal an. Ja, genau. Ja, das geisterte ja letzte Woche so ein bisschen rum. Und ich habe das auch mal in der Insta-Story als Tipp mal geäußert. Und das ist schon sehr, sehr dystopisch. Und ist von einem Regisseur, ich glaube aus dem Baskenland, hat zumindest einen sehr baskischen Namen. Und die Schauspieler auch hier, Galdea, Gastella, Urrutia, das klingt sehr baskisch. Ich glaube aus dem spanischen Baskenland. Ja, wie fandet ihr den so? Unsere erste Netflix-Sneak. Ja, es war gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Also ich habe das angeschaut und gedacht so, okay, ja, interessantes Szenario. Dann habe ich überlegt, okay, wie groß ist eigentlich dieses Haus? Weil das kann ja langsam, also es muss ja ein Riesenkomplex sein. Dann, wie sich das alles entwickelt hat, wie das dann auch einfach der Gedanke, so hey, wie geht es von oben nach unten weiter? Es ist ein ganz bisschen bedrückendes Gefühl, was sich bei mir breit gemacht hat. Eben durch der Tatsache geschuldet, dass die ja einen Monat quasi in diesem Bunker drin hocken, also auf ihrer Etage drin hocken. Und du auch nicht wirklich weißt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt runterfliege oder so. Also gut, ziemlich sicher bist du dann hinüber. Es gab einige unschöne Szenen in dem Film, ja, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Oh also, ja. Ich habe jetzt spontan noch zwei im Kopf. Die eine ist, wo einer versucht, nach oben zu klettern an einem Seil und die andere hat mit einem Hund zu tun. Und ja, ich sehe schon. Ich bin da nicht ganz alleine damit. Und ja, es ist ein, denke ich, auch wieder ein interessantes Experiment, was so mit der Menschheit, was da echt abgeht und was da los ist. Und deswegen fand ich es dahingehend eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich hatte die Woche mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, weil der auch wissen wollte, was wir jetzt machen, weil wir nicht mehr in die Sneak können. Da habe ich gesagt, wir machen eigene Sneaks quasi. Und habe ich ihm dann auch von dem Film erzählt. Und dann bin ich eigentlich vom Gedanken her darauf gestoßen, weil wir haben ja gerade erzählt, da ist so eine Plattform, die ist reich bedeckt, die von oben nach unten führt. Und witzigerweise kamen wir dann zu unserer aktuellen Situation zurück, weil rein theoretisch, wenn jeder von der Plattform nur das essen würde, was er, also eine Portion, sagen wir mal so, eine normale Portion, dann würde es ja wahrscheinlich für alle reichen, weil er ist ja so groß bedeckt. So. Und da haben wir dann drauf geschlossen, das ist im Endeffekt auf unsere heutige Situation auch anwendbar. Wenn jeder im Supermarkt nur das kaufen würde, was er wirklich jede Woche braucht, dann wären die Regale nicht leer. So. Und dann fand ich das witzig, weil wir einfach nur über diesen Film geredet haben
Und der eigentlich ein komplett anderes Thema hat, aber er trotzdem auf unsere aktuelle Situation anwendbar ist. Und dann sind wir schon wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, fuck, hat das damit zu tun? Ist das vielleicht sogar Sinn und Zweck dieses Films ein bisschen gewesen? Oder ist das Zufall? Wahrscheinlich ist es einfach nur Zufall. Aber auch da, das hat mich dann, nachdem ich diesen Film gesehen habe, nochmal so im Kopf so ein bisschen gekickt, dass ich denke, geil, krass eigentlich. Und das macht den Film für mich sogar noch einen Tick besser. Weil er halt anwendbar ist. Ja? Und weil er halt, wie der Erik auch schon gesagt hat, erinnert stark an die, also von der Art und Weise so an Cube. Und ich habe Cube geliebt. Cube gibt es tatsächlich auch auf Join Plus zum Angucken. Läuft auch auf Sky jetzt. Habe ich auf Sky jetzt auch. Auf Sky jetzt auch, gezeigt, ja. Ja, weil du sagtest hier, das, ja, die aktuelle Situation ja nicht nur, also es ist ja, das sind ja allgemeine, ja, kapitalistische Prinzipien, ob das nun jetzt in der Situation zutrifft oder, weiß nicht, ein paar Wochen vor Corona, war es ja das Gleiche mit der Ausbeutung, und das lässt sich im Kleinen wie im Großen, wie im Volkswirtschaftlichen, dass eben die reichen Länder des Nordens eben so Afrika ausbeuten und sonst was, lässt sich immer im Großen wie im Kleinen sehen. Wenn jeder nur das verbrauchen würde, ich meine, Europa, wenn du anschaust, was hier so an Energie verbraucht wird, an weiß nicht, Lebensmitteln, wie viel weggeschmissen wird und woanders hungern die Leute. Es ist halt immer dieselben kapitalistischen Prinzipien, dass je besser man dasteht, desto weniger kümmert man sich um die anderen, denen es vielleicht schlechter geht oder so. Jetzt mal von Ausnahmen abgesehen. Vielleicht sagt gerade jetzt diese Corona-Krise, dass da alle ein bisschen enger zusammenrücken und werden ja auch schon so Beutel aufgehängt für irgendwelche homeless, Obdachlos, genau, ich habe es gerade, mir ist nur das englische Wort eingefallen, für Obdachlose aufgehängt und so weiter. Vielleicht hilft das auch ein bisschen, dass Leute mehr zusammenrücken. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass es so vielleicht so wie Snowpiercer ist, dass quasi die Leute auf diesen Ebenen quasi leben, gemäß ihrer Kaste oder sowas, und dass die dann eben versuchen, da irgendwie nach oben zu kommen, wie es bei Snowpiercer ja war, wo sie nach vorne kommen wollten. Das war ja nun gar nicht so, aber ja. Oh, naja, sie wollten schon nach oben kommen, ne? Ja, aber ja. Aber du hättest ja eben in der einen Monat auf Plattform 3 bleiben können und im anderen auf Plattform was weiß ich wie viel. Ja, also ja, du kannst ja jederzeit abstürzen. Es gab ja kein Prinzip, dass bestimmte Verhaltensstruktur dich weiter nach oben bringt. Trotzdem, der Film hatte einige Loopholes. Ja. Also ganz krass, ganz, ganz, ganz krasse sogar teilweise, wie ich fand, aber okay. Hm? Ja, das Ding zum Beispiel mit der Temperatur, ja. Okay, wow, sie haben Essen da gelassen. Oh, böse, 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 wir machen es ganz arg heiß. Das hat automatisch Auswirkungen auf die anderen Stockwerke auch, weil das Loch in der Decke ist immer noch da. Ja, also oder im Boden. Das heißt, die Hitze steigt auch nach oben auf. Das heißt, den oben wird es auch warm. Von denen hast du nichts gehört. Oder mit der Kälte auch, von denen hast du auch nichts gehört. Und dann natürlich die Frage, wie schwebt eigentlich diese Plattform da hin und her? Vielleicht haben sie es ja über die Wand oder über den Boden diese Hitze gemacht. Das ist quasi wie so eine Bodenheizung. Also das wäre noch halbwegs erklärbar, aber ansonsten, es handelt sich halt hier um einen kleinen Indie-Film, ja, da sollte man jetzt nicht mit Marvels Avengers vergleichen oder so. Bei Endgame verschwindet die Brille von Tony Stark. Nein. Also, aber das war zum Beispiel mein erster Gedanke, wie funktioniert das? Wie bewegt sich diese Plattform von oben nach unten? Der Chris sagt, ja, magnetisch. So, und je länger der Film geht, desto mehr merkst du, wie viele Ebenen dieses Gebäude hat. Und du denkst so, okay, das kann jetzt auch nicht mehr sein. Ja? Also das sind immer so, da waren halt einfach so ein paar, what ist eigentlich hier los? Ja? Also, wobei das ja bei Cube auch war. Ja, ja, das sind so Sachen, die habe ich nicht in Frage gestellt. Also das wurde halt am Anfang erklärt, es gibt diese Plattform, die fährt da hoch und runter. Und da ist das Essen drauf. Und ich meine, da habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, wie soll das technisch überhaupt funktionieren oder sowas. Das war halt die Prämisse des Films, dass das so in Wirklichkeit nicht gehen kann. Das ist ja klar. Ja. Ja, das. Also, trotzdem. Ja, also. Es macht den Film nicht schlechter. Bei so einem Indie-Film, da kann man mit Sicherheit sehr, 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 sehr viele Sachen finden. Ich wollte es einfach mal ansprechen. Ja, ja.
Das ist halt nicht perfekt. Wichtig ist halt hier, wie die Aussage, was für eine Aussage dahinter steckt. Also der Regisseur wollte zumindest was sagen. Ja, das merkt man dem Film an. Also da war eindeutig eine Aussage dahinter. Das Ende, über das wir jetzt nicht im Detail sprechen wollen, das wiederum fand ich jetzt nicht so stark. Das war eher so, dass es sehr offen bleibt alles. Ja. Ja, da hätte ich mir so Fist in your face irgendwas gewünscht, was richtig Heftiges, woran ich mich auch noch irgendwie in ein, zwei Jahren vielleicht erinnere. So ist es so, hier werde ich mich nur an den Film an sich erinnern, an diese ganze Atmosphäre, an dieses teilweise abgefahrene Zeug, was da so passiert ist. Aber jetzt nicht, dass ich sage, boah, der Film, der hat ein Ende gehabt, ey, Wahnsinn. Das war jetzt hier nicht so. Ja. Aber waren schon ganz schön drastische Szenen da drin. Also nicht nur die zwei, die du gerade genannt hast, sondern gab es ja dann auch diverse Kannibalismus-Szenen und sowas. Ja, puh. Ja. Das war schon alles nicht so schön. Aber so dieses ganze Experiment, so dieses völlig zufällig dann irgendwo landen und total krass. Es ist ja auch noch ein, was haben wir ganz vergessen. Es gibt dann mal so eine Story, so einen roten Faden, dass nämlich plötzlich mal eine junge Frau auf dieser Plattform sitzt, die von oben nach unten gefahren kommt. Und da munkelt man wohl, dass die auf der Suche ist nach ihrem Kind und deswegen nun die ganzen Plattformen alle irgendwie abfährt und versucht, ihr Kind zu finden. Und sie springt dann halt immer mal so raus und bringt auch irgendwelche Leute um, mit denen sie auf einer Plattform ist und irgendwie ganz kurios. Und die landet dann ja auch mal bei ihnen. Und ja, ganz irgendwie ein sehr, sehr abgefahrener Film. Aber mit extremem Meme-Potenzial. Also ich weiß nicht, seitdem der Film raus ist bei Netflix, habe ich so viele Memes gesehen aus aller Herren Länder, wo da irgendwelche Leute mit irgendwelchen Sachen da und irgendwelche GIFs, animierte GIFs, die dann rumgehen. Also hat sehr viel Meme-Potenzial. Ja. Da der ja auf Netflix ohne weiteres verfügbar ist und wenn ihr da jetzt auch vielleicht zu Hause rumhängt und habt schon alles gesehen, was es gibt und jetzt Disney Plus, da kennt man ja die meisten Sachen auch schon, dann wagt doch hier mal einen Blick hinein, wenn ihr starke Nerven habt und dann... Achso, wir hatten ja auch schon einen Kommentar, ne? Der Thomas hatte, glaube ich, den Ball aufgenommen schon letzte Woche und ja, hatte den, glaube ich, schon geschaut. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hat er, ja. Aber wir kommen erstmal zu unseren Wertungen. Ich gebe da 7 Punkte. Hat mich nicht ganz so umgehauen wie Cube oder so. Den fand ich noch ein bisschen besser. Und Snowpiercer sowieso. Deswegen von mir 7 Punkte. Also cool gemacht. Ja, 7 Punkte gebe ich auch. Da bin ich auch dabei. Genauso dabei. Ja, weil genau die Begründung passt vollkommen. Weil Kate ist nur ein grauer Balken, aber da wird gleich ein 7. Nee, ich habe da eine 7 reingeschrieben. Ach, bei mir ist das noch grau hier. Egal. Ich guck mal kurz, was der Thomas geschrieben hatte. Der hatte geschrieben, er hat den Film Der Schacht auf Netflix gesehen, den Erik empfohlen hat. Oh, habe ich den schon empfohlen? Weiß gar nicht. Der Film hat ein Bong Joon-ho-Gefühl. Also das ist der Herr, der zum Beispiel Parasite gemacht hat oder eben diverse andere. Snowpiercer ja auch. Gefühl mit sozialen Kommentar und eine... Da kommt übrigens kein Komma hin vor das Und. Und eine aggressive Trennung zwischen Arm und Reich. Das mittlere Drittel oder so ist eine spannende Achterbahnfahrt, aber das Ende ist sinnlos, ein massiver, feuchter Zünder, der den Film ruiniert. Ja, ganz so drastisch würde ich es nicht sagen. Aber ich meine, wenn man schon so eine Aussage hat, wie der Film haben will, das ist ja wirklich ein Film mit einer... Ja, nee, ich will es nicht sagen, sonst spoilere ich vielleicht irgendwas. Ja. Okay, dann Chris, wie sieht es denn mit der Sneak nächste Woche aus? Was gibt es denn da für Tipp? Ja, Tipp... Also der Tipp lautet, meh. Ich habe... Meine Intention für den Tipp war, take me to your matter. Lied oder zu deinem Lied. Ja, verrate doch mal, was wir machen wollen, genau. Du hattest doch da eine gute Idee. Ja, ich hatte da die Idee und das habe ich auch in unserer Facebook-Gruppe, der Metropusnik-Gruppe auf Facebook gepostet. Und zwar, dass wir
Weil mir zum Beispiel, klar, ich bin ja da auch ein bisschen befangen, weil ich das schon seit tausenden von Jahren immer montags mache, aber mir fehlt ein bisschen dieses montägliche Ritual, einfach in die Stadt reinzufahren, davor noch mit Freunden essen gehen, dann ins Kino gehen, dann den Film gucken, am Dienstag völlig zerstört sein, das fehlt mir so ein bisschen. Noch ein paar Terminator-Duftbäume verlosen vorher. Ja, riechen wie ein Terminator, genau, das haben wir ja ewig nicht mehr. Aber das ist einfach so in den letzten Jahren wirklich zu so einem Ritual geworden, wo ich jetzt schon weiß, wenn ich das mal nicht mehr mache, wird es mir noch mehr fehlen. Aber jetzt gerade macht man es eigentlich noch oder will man es eigentlich machen. Und dadurch, dass ja auch die Innenstadtkinos schließen mussten auf Anweisung der Stadt Stuttgart, was ja auch sinnvoll ist, gar nicht drum rumreden, habe ich überlegt, ey, warum können wir nicht das Ritual mit dem am Montag sneaken einfach nach zu Hause legen? Also wir haben das ja jetzt schon gemacht, die letzten zwei Wochen. Da haben wir zu Hause immer schön italienisch gekocht, weil wir meistens italienisch essen gehen vor der Sneak. Und dann einen Film geguckt. So halt letzten Montag haben wir Der Schacht geguckt. Und ja, warum das dann nicht für alle machen? Das heißt, ich habe auch noch ganz viel Merch-Stuff hier von diversen Lootboxen, die von ja, du lachst schon, ne? Ja, ich habe ja. auch. Ja, ja, von wo ich jetzt keinen so wirklich großen Schmerz habe, das auch zu verlosen, dann solche Sachen. Und ich möchte dann so ein bisschen eine Heimsneak machen. Das heißt, wir werden montags einen Film reinstellen, am besten natürlich, oder wir schauen, dass es von der Plattform Kino on Demand zum Beispiel kommt, weil da kann man sein Kino nochmal direkt damit unterstützen. Davor gibt es dann immer schön Werbung von hilfdeinemkino.de. Das heißt also auch mal Sneak mit Werbung. Und ja, wir werden dann dafür die Filme auch quasi rein, also wir werden sagen, was heute kommt oder was wir heute schauen. Einmal die Woche, das ist dann der Tipp für die Woche und dann lassen wir die Leute drüber abstimmen. So ein bisschen versuchen, da so ein bisschen Sneak-Alltag mit reinzubekommen, ohne dass wir da uns aufdrängen oder was weiß ich was. Und wie gesagt, es gibt auch ein kleines Giveaway, wenn man sich in der Sneak-Gruppe drunter das Ganze kommentiert und dann wie in der Sneak drüber drum strecken, wer es haben möchte, in dem Fall drum sage, wer es haben möchte und dann gucken wir, dass wir das in einer persönlichen Übergabe dann in der Sneak in den Innenstadtkinos machen. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass nur Leute, die wirklich in die Innenstadtkinos nach Stuttgart rennen, da Sachen bekommen, sondern das kriegt man auch noch anders irgendwie hin. Also da sind wir mal ein bisschen flexibel. Und wir wollen morgen damit starten, also am 30.03. und haben uns da jetzt auf einen Film geeinigt und ich finde es ja super gut, weil in unserer Gruppe bei Facebook gab es zwei Kommentare. Einer davon war von einem Erik Späte, ich weiß nicht, falls ihn jemand kennt hier, und der hat mit Timmy, müsste das sein, Timmy das Schaf kommentiert. Und wir wollen tatsächlich mit diesem Film auch starten und mit so einem Film starten. Wir starten nämlich dann morgen mit Shaun das Schaf UFO-Alarm. Den gibt es bei Kino on Demand. Und das ist unser Sneakfilm der Woche. Um den soll es diesmal gehen. Und ich erläutere mal ganz kurz Kino on Demand, für die, die es noch nicht kennen. Also www.kino-on-demand.com. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden und habt dann eine Auswahl von gewissen Filmen zur Auswahl. Das ist jetzt nicht so umfangreich wie jetzt Netflix oder so. Und das sind so Filme, die irgendwie so noch nicht lange im Kino raus sind und die kann man dort schauen. Das kostet Geld, also es ist nicht wie Netflix, wo man dann alles dabei hat. Aber man zahlt hier pro Film und das wäre hier zum Beispiel bei diesem Shaun das Schaf, kostet das 4,99 € einmalig, dass man den ausleihen kann auf dieser Plattform. Und dann bekommt man aber dafür einen Kinogutschein. Das heißt, das Geld ist jetzt nicht verloren. Ihr bekommt dann sofort, wenn ihr den ersten Film schaut, glaube ich, einen Kinogutschein oder für die Anmeldung schon und ihr müsst dann Nach dem ersten Film und dann nach dem fünften wieder. Oder genau, nach dem fünften. Und ihr müsst natürlich, wenn ihr den ausleiht, da ist oben drüber so ein Wähle das Kino aus, bei dem du diesen Film leihen möchtest. Wählt ihr einfach das Kino aus, was ihr unterstützen möchtet, wo ihr gern hingeht. Das heißt, es können natürlich auch alle, die uns hören in ganz Deutschland, können das gern tun für ihr jeweiliges Kino. Ihr könnt euch auch gerne anschließen hier an uns, ne? Und könnt euer jeweiliges Kino vor Ort einfach unterstützen. Und 4,99 €, die sollte man dann schon haben. Und ja, Shaun das Schaf, der Film UFO-Alarm wird dann die nächste Sneak, ne, Chris? Ja, und dann, wie machst du das denn? Vielleicht sollen die Leute,
Wie wäre es denn, wenn man muss so machen, dass die Leute irgendwie ein Selfie machen, wie sie gerade den Film gucken oder sowas oder irgendwas mit Schaf oder irgendwas, keine Ahnung. Und wir können es ja auch zusenden, nicht nur mit Übergabe, oder? Also die das ja, habe ich ja gerade gesagt, wir sind übergeben, da flexibel. Genau, wir können das auch zuschicken, das geht auch. Dann schauen wir mal. Ich habe auch noch viele Sachen hier, da vielleicht kriegen wir da ein bisschen was raus. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich denke einfach noch, hat damit zu tun, dass uns allen, glaube ich, das so ein bisschen fehlt auch. Und wer weiß, wie es für die Kinos gerade weitergeht. Das ist halt schon so eine relativ harte Nummer, weil denen brechen ja völlig die Einnahmequellen weg. Deswegen sowieso immer unterstützen, sagen, haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Wir gucken halt, dass wir unseren Teil oder ja so gut es eben geht, dazu beitragen können. Genau, macht einen Kinoabend, guckt erst die Filmtrailer von hilfdeimkino.de, dann den Film klicken. Für 4,99 hier schon das Schaf und ja, dann ist es quasi wie im Kino, wenn man einen großen Fernseher hat. So, das machen wir dann und dann reden wir nächste Woche hier im Kinocast über Shaun das Schaf, der Film, UFO-Alarm. Ja, auf jeden Fall mal, ja. Kate freut sich auch schon, das merke ich schon. Nee, ist schon total. Kann sich kaum noch halten. Jawohl. Weitere gesehene Filme von uns. Ich sehe hier, der Chris hat was geschaut. Ja, das habe ich nicht alleine geschaut. Es gibt ja den neuen sensationellen Streaming-Dienst Disney Plus, der wirklich sensationell, in meinen Augen sensationell ist, aber ich habe jetzt auch erfahren, dass wir hier in Deutschland nur ein Drittel des Programms haben, in etwa, was in den USA alles drin ist. Also das finde ich ein bisschen ernüchternd. Nur ist ja nicht so, dass es auch diese wirklich tolle Serie der Mandalorianer gibt, also The Mandalorian, über die man, glaube ich, mal sprechen muss bei Gelegenheit, Erik. Ja. ja. Das kann man machen. Wenn mal mehr da ist davon. Nein, es gibt so viele Disney-Klassiker. Es gibt so viel, es wird voll das Produktplacement hier, aber das ist mir egal. Es gibt auch die ganzen Pixar-Kurzfilmchen und alles. Und das feiere ich ja total, weil ich liebe ja diese Pixar-Kurzfilme einfach, weil die teilweise ohne Worte auskommen und so in 8 Minuten solche unfassbar schönen Geschichten einfach erzählen können, die so ausdrucksstark sind und so sind und einfach so toll gemacht sind. Das ist für mich eins der absoluten Highlights. Und ja, neben dem ganzen Disney-Sachen gibt es natürlich auch die Marvel-Sachen. Es gibt die ganzen Star-Wars-Sachen. Deswegen der erste Film, den ich bei Disney Plus gesehen habe, war tatsächlich der erste Star Wars. Und ja, dann ein Film, den ich unbedingt natürlich empfehlen muss, weil den hat Kate auch geschaut und die hat sogar alle 3 Teile inzwischen durch, ist natürlich Mighty Ducks. Dass der Film aufgrund dessen damals der Walt Disney Konzern in Anaheim, wo es Disneyland war ja, oder immer noch ist, die Eishockeymannschaft, die Mighty Ducks of Anaheim, ins Leben gerufen hat, weil sie es einfach so cool fanden und alles. Inzwischen gehören die nicht mehr Disney, die haben alles verkauft, aber die Anaheim Ducks gibt es noch immer. Das Maskottchen hat immer noch das Gesicht der Mighty Ducks von damals. Und ja, muss ich jetzt erzählen, worum es geht in dem Film, oder wissen das alle? Ich kenne den noch, ja. Ja, du kennst ihn. Kennt also doch fast jeder. Ist ein Eishockey-Team, ein junges, zusammengewürfeltes Eishockey-Team aus halt Minnesota in dem Fall. Und Gordon Bombay ist Rechtsanwalt, der war früher selber in der Region, hat dort Eishockey gespielt und hat dann, nachdem er im entscheidenden Finale einen Penalty-Schuss gegen den Pfosten gesetzt hat, weswegen sein Team verloren hat, die Eishockey-Schuhe an den Nagel gehängt und muss dann, weil er gemeinnützige Arbeit leisten muss, eben dieses Team betreuen und nach anfänglichen Schwierigkeiten wird es dann eine richtig schöne Erfolgsgeschichte. Und ja, die Mighty Ducks ist einfach herrlich. Es ist einfach so schön, das nochmal zu sehen, weil der Film ist auch in meinen Augen relativ gut gealtert. Also ja. Es ist einfach eine richtig tolle Nummer. Gordon Bombay wird übrigens gespielt von Emilio Estevez. Ja, ich wollte nichts Falsches sagen. Estevez. Und es ist einfach, ja, es sind so viele Erinnerungen, die da auch wieder wahr wurden, die einfach geweckt wurden. Ich meine, die ganze erste Woche jetzt mit Disney Plus bei mir war geweckt von Erinnerungen. Weißt du, wer dem sein Papa ist? Und dem sein Bruder?
Ja, dein Bruder ist der von Two and a Half Men, Mensch. Also Charlie Sheen. Ja, siehst du? Sein Papa ist Martin Sheen. Und er hat sich extra diesen Künstlernamen ausgesucht, damit er nicht in diese großen Fußstapfen von seinem Vater Martin Sheen treten muss. Ja. Ja, aber halt Joshua Jackson spielt ja auch mit und was weiß ich was. Also echt absolut herrlich und ich muss auch wirklich sagen, ich feiere dieses Disney Plus gerade ziemlich hart, weil nicht nur wegen Mighty Ducks, sondern auch wegen den ganzen süßen kleinen Serien, die es da gibt. So kam es nämlich, dass die erste Folge von Chip und Chap auch schon lief, genau wie von der Gummibärenbande und lauter so Zeug und da werden so viele Erinnerungen einfach wach und natürlich auch die erste Folge von Darkwing Duck. Also, 2-1, Risiko. Ist einfach genial. Was allerdings noch fehlt, ist Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Der habe ich noch nicht entdeckt. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich werde auf jeden Fall in der kommenden Woche werde ich Basil der Mäusedetektiv mal wieder schauen, auf den ich mich jetzt schon richtig. Ja, da, Erik so. Ja, aber das ist ein sauguter Film einfach. Ja, nee, ich habe mich ja nur mitgefreut über den Film, weil ich kenne den auch. Das ist einfach super. Das weiß ich jetzt schon. Also, da macht schon Spaß. Ich mag Disney Plus auch. Ich habe auch schon das eine oder andere geguckt. Und Mighty Ducks. Mighty Ducks und Miracle und High School Musical, das Musical, die Serie. Oh Gott. Und es klingt genauso aberwitzig, wie es tatsächlich ist. Ich habe die erste Folge gesehen. Es ist urkomisch. Also für alle, die so damals diese High School Musical Filme gesehen haben, aber es ihnen peinlich war, hier habt ihr die Serie dazu und die ist gar nicht schlecht. Okay. Ja, nee, aber auch hier Jeff Goldblum Doku mit ihm und weiß ich nicht. Also es sind so coole Sachen dabei, wo ich richtig Lust habe, das anzugucken. Ja, Dokumentation, Discovery Channel Stuff angucken. Ich habe von einer Serie gehört, die dort laufen soll. Die heißt irgendwie Karate-Chaoten oder so ähnlich. Das muss irgendwie ganz fremdschämmäßig komisch sein. Okay. Ja, wir haben es ja auch jetzt mittlerweile, Disney Plus, aber ich muss sagen, diese Filme, die da sind, wenn du Kinder hast, dann hast du die eh irgendwie auf DVD oder Blu-ray und so geht's uns das ja. Das ist richtig, ja, die Filme hast du auch, wenn du keine Kinder hast, nur mal so. Genau, also dann hast du eh das ganze Zeug und also ich habe da jetzt durchgeschaut, da war jetzt noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt gucken. Ich habe heute mal... Mandalorian? Hallo? Ich hab heute mal Captain America mal laufen lassen, weil den hatte ich nicht mehr so richtig in Erinnerung, was da war. Und ja, das ist schon eine Weile her, genau. Und da habe ich den nochmal laufen lassen und war eigentlich... Karate-Chaoten. Ach, 4 Staffeln. Ja. Karate-Chaoten. Okay. Soll ziemlich fremdschämerig sein, Karate-Chaoten. Aber irgendwie abgefahren. Naja, mal schauen, vielleicht gibt es ja noch mehr. Ich habe ja auch noch einen Film gesehen. Nämlich, wir haben dir vom Filmverleiher mal Screener zugeschickt bekommen von Fantasy Island, der ja im Kino lief. In Fantasy Island, kennt ihr eigentlich noch die Serie? Da gab es noch so eine Serie. Wisst ihr noch, was ich meine? Die sagt mir was, ja. Mir hat es auch was gesagt, habe ich keine Bilder davor. Du bist auch viel zu jung, du kannst sie nicht mehr erkennen, oder? Ja, doch, mir sagt es trotzdem was. Ist ja schon bei mir nur sehr verschwommen. Also, okay. Junges Ding, du. Genau. Jedenfalls, also ich kann mich da irgendwie noch ganz düster, da gab es irgendwas irgendwie auf Sat.1, assoziiere ich damit irgendwie Nachmittag, da gab es auch irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt quasi das Blumhouse-Reboot davon. Und Blumhouse, die haben ja schon diverse Horrorfilme gemacht, die immer so fist in your face sind meistens, ziemlich einfach gestrickt und so. Und hier ist es so, Michael Pena, den man ja aus diversen Filmen kennt und er hat ja auch bei Ant-Man zum Beispiel hat auch mitgespielt, Und Maggie Q spielt noch mit, Lucy Hale. Jedenfalls werden jede Menge Leute auf diese Insel eingeladen von Michael Pena, der dort so der Besitzer ist von dieser Insel oder zumindest der Verwalter, sagen wir es mal so. Und für jeden dieser Gäste hat Michael Pena den Traum in Erfüllung gebracht von demjenigen. Also da wird vorher so ein psychologisches Profil, füllen die da aus und müssen dann auch einige Fragen beantworten und alles Mögliche. Ja, das sehen wir im Film nicht, sondern
Wir steigen direkt ein, wo die alle mit dem Flugzeug auf die Insel fliegen und sich da untereinander austauschen, wie das so abläuft und was da so, ja, was sie so gemacht haben. Und ein bisschen erfahren wir dann so, wer die so sind. Das sind alles in allem ziemlich coole Leute. Da ist auch der, hattest du Silicon Valley, hast du geguckt, ne, Chris? Jin Yang. Ja, klar. Jin Yang ist mit dabei. Okay. Jin Yang. und der fliegt mit seinem besten Buddy da zusammen hin und die wollen natürlich einen richtig drauf machen da, so mit Frauen und einer von beiden eher mit Männern und so. Na, jedenfalls wollen die richtig Party machen. Eine andere Frau, die auf die Insel kommt, die hat nie verwunden, dass sie mit einer bestimmten Person in ihrem Leben, dass sie da irgendwie den Heiratsantrag nicht beantwortet hat oder sowas, und weil mittlerweile ist sie ganz alleine und sonst was. Na, jedenfalls, jeder hat da so seine Sachen und jeder bekommt dann tatsächlich das richtig in echt nachgestellt. Also die denken natürlich alle, das wäre irgendwie nur so ein, ja, so wie so ein Live-Action-Roleplay, LARP, wird da auch genannt so im Film. Also so ein bisschen nerdig ist der Film schon. Also sind viele Ausdrücke, auch viele popkulturelle Referenzen drin. Und gerade der eine, der hat sich zum Beispiel gewünscht, Kriegsheld zu sein, ja, mal so richtig hier so in Kampfhandlungen reinzugehen und so, ne, und da. Und da gerät er dann ziemlich schnell in sowas rein und das ist dann immer so eine Mischung. Man weiß nicht, ist das jetzt wie bei The Game hier mit Michael Douglas hier in dem Film, wo wirklich irgendwie das passiert, was man sich irgendwie vorgestellt hat, und dann passieren ganz komische Sachen. Man weiß nicht, ist das jetzt noch Theaterspiel oder ist das echt? Und das fühlt sich halt alles sehr, sehr echt an, was da passiert. Und die eingeladenen Personen kommen aber auch schnell noch dahinter, dass dann, was da noch so anderes am Laufen ist. Ich will mal nicht zu viel verraten, weil passieren dann ein paar ganz nette Sachen. Und ja, die Effekte, also es ist jetzt nicht so ein typischer Horrorfilm, wie ich es eigentlich erwartet hätte, dass das wirklich so bam und hier wird die Axt im Kopf und sonst was, sondern das ist eher sehr subtil und eher so ganz bedrohlich, gruselig teilweise gemacht. Das, was dann so am Schluss passiert, ist dann schon sehr, sehr abgefahren, also so richtig B-Movie-mäßig. Aber insgesamt muss ich sagen, mir hat das Ding eigentlich gefallen. Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gefragt, warum mir das gefällt, aber die Leute, die Schauspieler, die hatten offensichtlich echt Spaß, das zu spielen. Ich meine, die haben bestimmt auf irgendeiner coolen Insel gedreht oder so. Das hat wahrscheinlich auch Spaß gemacht, da zu drehen. Und die waren alle irgendwie ganz locker drauf und haben coole Sprüche gehabt. Und jeder war dann so in seiner Welt drin. Das hat ein bisschen erinnert wie an Dings hier bei Agent 00 Nix, wo Bill Murray da in diese Agentengeschichte reingerät und dann denkt, es wäre so ein Live-Action-Roleplay, was ihm sein Bruder geschenkt hat, aber in Wirklichkeit ist er in so eine echte Agentengeschichte reingeraten und nimmt das alles überhaupt nicht ernst. So ist es hier bei vielen Stellen halt auch, ne? Und das fand ich schon sehr, sehr amüsant teilweise. Und es ist jetzt nicht ganz so, also es wurde ja mal gepitcht als ein Mix aus Westworld und Cabin in the Woods und so. Also, puh, ganz so hart rangehen würde ich nicht. Also Cabin in the Woods ist ja wirklich wahnsinnig geil gewesen und hatte wirklich mehrere doppelte Böden und so. Und hier, ja, ist nicht ganz so, aber hat mir echt Spaß gemacht. Also wirklich, kann ich, also richtig empfehlen nicht. Also jetzt gerade in der Zeit hier mit, wenn man zu Hause rumhockt und so und sieht dann solche Bilder von solchen tropischen Inseln, das ist schon schön. So. Ich gebe dem Film auch irgendwie 7 Punkte, weil der ist auch, naja, sag mal 6,5, okay, damit er nicht genauso viel hat wie der andere. Der hat halt Spaß gemacht, ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Für die Sneak wäre der richtig geil gewesen. Ich glaube, da hätte man richtig Spaß gemacht, wenn er in das nie gekommen wäre. Übrigens sollte Dave Bautista mitspielen, der hat abgesagt für diese Rolle in diesem Spionenfilm da. Hier, den wir auch den fanden wir aber ganz cool eigentlich. Ja, da hat er ja sogar die Hauptrolle gehabt. Hier wäre halt nur einer von vielen gewesen. Ne? Ja. Also Fantasy Island, ab 16 Jahren freigegeben, geht 109 Minuten. Müsste eigentlich demnächst dann, warte mal, jetzt muss ich mich mal einloggen hier bei Amazon oder so. Das müsste dann demnächst eigentlich auf Blu-ray und so, das soll ich ja bestimmt mit sagen. Ich habe wohl Blumhouse, man kann es sogar, man kann es bei Prime Video schon kaufen, für 13,99. Wow, ist ganz schön teuer. 13,99? Ja. Also, ja, gut, das ist ein relativ aktueller Film doch. Achso, wahrscheinlich. Gut, also Fantasy, oh, hier gibt es noch, wenn du mal Fantasy Island bei
bei Amazon eingibst, da gibt es noch eine Erotik-DVD. Fantasy Island, eine Reise ins Paradies. Da sind lauter nackige Frauen, die Tennis spielen. Also der Film ist es nicht. Sind wir da an dem Punkt angelangt, ja? Der Film ist es nicht, ja. Ach, hier gibt es auch die Serie, genau. An den Typ kann ich mich erinnern, ja. An den Butler auch irgendwie. Ja. Okay. Achso, ich habe ja noch einen. Stimmt. Ich habe noch einen Film geschaut. Ich hatte mir auf Sky vor längerer Zeit mal einen Film aufgenommen von Richard Linklater. Und zwar, der hat ja zum Beispiel solche Filme gemacht wie diese About. Hier, na? Sunrise? Nee, wie hießen die? Oh. Nicht About. Wie ist das? Ja. Weißt du, was ich meine? Nein. Kate, du? Ist es nicht dieses Before Sunrise? Before war es, genau. Before ja, danke. Du hast mich gerettet. Ja, genau. Before Sunrise und wie sie alle hießen, ne? Diese Filme gemacht und auch andere, die meistens eher so, ja, auch ein bisschen, ja, einen schweren Beigeschmack mit hatten und so. Deswegen habe ich doch ein bisschen gewartet, oder Waking Life oder so. Deswegen habe ich echt ein bisschen gewartet, bis ich mir den Film hier mal angeschaut hatte. Weil ich hatte mir den irgendwie, ich glaube Boyhood war so der letzte, den ich so richtig gesehen hatte, wenn ich mich da so erinnere. Und diesen Everybody Wants Some, den habe ich irgendwie im Kino gar nicht mitbekommen, dass der so richtig lief. Ich wusste zwar, da gibt es irgendwas, aber gesehen hatte ich den auch nicht und hat den mir auf Sky aufgenommen. In Everybody Wants Some geht es darum, dass ein junger Mann kommt auf ein College und das Ganze spielt so in den, weiß nicht, Anfang der 80er Jahre oder so, ne? Ist auch so vom ganzen Look her so in die Richtung. Und da waren natürlich die Sprüche alle ganz anders. Beginnt mit richtig guter Musik, der Film. Hat mich eigentlich gleich am Anfang gleich gecatcht. So irgendwie nach der ersten Sekunde war ich drin in dem Film, weil da gleich ein geiles Lied kam. Und der kommt halt jetzt auf das College, kommt von der Highschool quasi aufs College und er ist Baseballspieler und kommt dann auch gleich so in die Gruppe rein, die dort Baseball spielt auf dieser Highschool. Und was jetzt so ein bisschen klingt wie, ja, irgendwie Schul-Highschool-Komödie oder irgendwas, ist eigentlich gar nicht so, weil der Film hält sich am Anfang sehr, sehr, sehr lange damit auf, dass er erstmal da in dieses, die haben da so ein Haus, was die da bewohnen auf dem Campus, quasi wie so ein Verbindungshaus, aber die sind keine Verbindung. Und lernt erstmal die Leute kennen und da sind so Gespräche, wie man es halt von Richard Linklater so kennt, von diesen Before-Filmen zum Beispiel. Da geht es halt sehr um Charakterbildung und das Ganze ist hier alles andere als irgendwie schwermütig oder dramatisch, sondern das ist wirklich sehr locker, leicht erzählt. Also die Gespräche sind wirklich irgendwie, ja, eigentlich sehr, sehr angenehm, denen zu folgen. Also es ist eigentlich, ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, okay, kommt jetzt irgendwie ein Riesendrama oder sowas, muss er da irgendwie auf der Schule irgendwelche wahnsinnigen Leistungen bringen, ansonsten passiert was ganz Schlimmes oder bringt er sich am Ende um oder irgendwas, ne? Aber gar nicht, sondern wir erleben halt, wie er dann erstmal die sozialen Kontakte knüpft auf diesem College, muss sich dort erstmal ein bisschen zurechtfinden auch, weil die in den höheren Jahrgangsstufen, die spielen halt schon eine Weile in dieser College-Baseball-Mannschaft und in den USA ist ja so dieses Spielsystem so, du hast einmal diesen Profi-Baseball, genauso wie Football und ich glaube bei Eishockey ist es bestimmt genauso und dann hast du halt College, klar, die College-Mannschaften, ne? Und das ist halt so das große Sprungbrett in den Profibereich, also vom College her und deswegen versuchen da alle richtig gut zu sein und wir sehen halt jetzt hier, wie er sich da versucht mit den, ja, oder was heißt versucht, es ist einfach wirklich jede Menge Gespräche, dann Partys werden gefeiert ohne Ende und das war halt alles so in den 80ern, auch so von die Musik ist absolut passend und damals war halt alles noch ein bisschen lockerer, da gab es noch nicht so schlimme Dinge, die dann so passiert sind und wirklich so ein schönes Bild der 80er Jahre, was man einfach so sehr angenehm genießen kann, finde ich. Und wenn man so ein bisschen in den 80er Jahren ja auch aufgewachsen ist, dann erkennt man da wirklich einiges wieder und es macht einfach Spaß, den anzuschauen. Auch so musikmäßig, die gehen zum Beispiel in 3 Nächten auf 3 verschiedene Partys, also einmal irgendwie so eine wirklich Disco-Pop, wie hieß das damals, so Disco-Party, dann das nächste Mal auf so eine Rap-Hip-Hop, da sind auch richtig geile, die rappen dann auch selber richtig gut, die Schauspieler gibt es auch dann in den
in den Outtakes am Schluss, da sind dann einige Rap-Parts drin, die auch mal ziemlich cool sind. Dann geht es auf so eine Indie-Metal-Party und sonst was. Also macht sehr Spaß, der Film. Hat jetzt nicht so die wahnsinnig heftige Aussage oder so wie Boyhood zum Beispiel. Ist jetzt nicht so ein Riesenprojekt. Das ist wirklich was Richard Linklater wahrscheinlich so, ja, mal so nett zwischendurch gedreht hat. Und die Ausstattung ist top. Ich kann es empfehlen. Auch die Frisuren, ey, was die damals so hatten, ne? Herrlich. Everybody Wants Some, ab 12 Jahren freigegeben, lief in Deutschland ab dem 2.6.2016 im Kino. Und ich habe es mir auf Sky aufgenommen. Gibt es bestimmt auch irgendwo anders noch. Wir können ja mal gucken hier bei wer streamt es. Ich habe gerade den Trailer nebenher laufen lassen, ohne Ton. Ja. Sieht sehr witzig aus. Ja, das ist auch irgendwie sehr beschwingt. Also gerade jetzt, wenn wir jetzt hier, wie ich jetzt hier im Arbeitszimmer im Keller hocken, den ganzen Tag und da arbeiten und so. Oh. Wenn man dann abends mal sowas, wenn man abends mal sowas guckt hier, das ist echt, echt nett. Das ist jetzt nicht so der... Das Riesending, ja. Es gibt es bei gratis nirgendwo. Bei Amazon kann man es sich ab 2,99 ausleihen. Und bei diversen anderen Anbietern auch. Ja, vielleicht läuft es aber sogar noch auf Sky oder so. Sky hat ja jetzt auch irgendwie diese ihre Dings da freigeschaltet, ne? Wie war das? Ihre Sky-Tickets? Sky-Box-Sets. Sky-Box-Sets. Ja. Vielleicht ist es ja sogar auch möglich, weil hier im Sky-Store steht es auch drin, HD zum Ausleihen für 3,99. Vielleicht gibt es das da, Sky Store. Hm. Also, wer streamt es? Everybody Wants Some bekommt von mir 7,5 von 10. Punkt 10. So, und jetzt habe ich ein Interview. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen ein Interview geführt, was ich, ja, hat man es eigentlich in der letzten Sendung angekündigt? Ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Hat man, glaube ich, zumindest mal das Thema gehabt mit den Autokinos, ne? Das Thema hat man ja. Ich habe nämlich mal mit dem Heiko Desch gesprochen, habe mit ihm ein Skype-Interview wirklich ziemlich ad hoc geführt, weil es dann plötzlich geklappt hat zeitlich. Und das würde ich jetzt einfach mal einspielen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Interviewbeitrag im Kinocast. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, nämlich den Heiko Desch in der Leitung zu haben. Ich grüße Sie erstmal. Hallo. Schönen guten Tag. Und Sie sind verantwortlich für diverse Autokinos, die zu dieser Drive-In-Autokino-Kette gehören, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Unter anderem hier das, was bei uns in der Nähe ist, in Kornwestheim. Ja. Ja, und ja, erzählen Sie auch mal ganz kurz, was Sie gerade eben schon gesagt haben. Das ist vielleicht auch für die Hörer interessant. Also Sie feiern demnächst auch einen 60. Geburtstag. Also nicht Sie selbst, sondern die Kinos. Ne? Ja, also ich bin hauptsächlich Theaterleiter des Autokino Grafenbruch im Rhein-Main-Gebiet. Und wir können im Gegensatz zu Kornwestheim im Moment leider nicht spielen. Das heißt, wir haben keinen offiziellen Kinobetrieb. Allerdings feiern wir in der nächsten Woche unseren 60. Geburtstag am 31. März. Wir sind hier das älteste noch existierende Autokino in Europa und haben dementsprechend auch einiges an Presseanfragen, Interviewanfragen, Fototermine. Leider können wir das Ganze natürlich nicht so mit Leben füllen, wie wir das im Normalfall gemacht hätten, mit Kundeninterviews und Eindrücken während des laufenden Betriebes, wie wir das im Normalfall gemacht hätten. Das ist natürlich sehr schade. Aber ja, besondere Zeiten, besondere Situationen, ja, fordern leider auch besondere Lösungen. Weiterhin haben wir natürlich auch viele Anfragen im Moment für das Autokino Kornwestheim, sei es von Presse als auch von Firmen, die mit uns kooperieren wollen oder ganz einfach wissen wollen, was im Moment los ist, was geht und was nicht geht. Ja, denn das ist ja eine interessante Sache, gerade jetzt in der Zeit, wo alle Kinos geschlossen haben. Wegen Corona ist ja das Autokino hier bei uns in der Ecke das Einzige, was aufhaben darf, weil man da ja nur, ich glaube, was ist die Beschränkung? 2 Erwachsene und maximal 2 Kinder im Auto, ne? Habe ich, glaube genau, ich, 2 Personen noch und also 2 Personen, die nicht praktisch in einen Haushalt gehören. Ja, ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, Kino zu genießen, ist halt hier im Autokino bei uns in der Ecke. Und vielleicht gibt es ja bei euch, geschätzte Hörer, auch in der Nähe irgendwo ein Autokino, was ihr noch nutzen könnt. Ich habe tatsächlich, ich komme ja ursprünglich aus Thüringen, bin vor vielen Jahren hierher gezogen. Und da gab es eins, da war ich ab und zu mal.
in dem in Kornwestheim war ich leider noch nicht, um mir einen Film anzuschauen, weil mit Kindern das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, die sind sehr weit auseinander altersmäßig und die dann alle mitzunehmen ist da ein bisschen schwierig. Aber ich sehe es ja öfters mal beim Vorbeifahren und die Leinwände, da kann man mal einen Blick drauf erhaschen, wenn man vorne lang fährt. Und ich wollte da schon immer mal hin. Vielleicht mache ich das jetzt mal. Die Gelegenheit bietet sich ja jetzt an, wenn ich woanders nicht mehr gehen kann. Das Programm, wie machen Sie das da jetzt eigentlich? Denn viele Filmverleiher haben ja die oder setzen ihre Filmpremieren eigentlich aus oder ihre Filmstarts werden verschoben. Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist natürlich grundsätzlich eine Katastrophe für uns. Mittlerweile ist es ja soweit, dass eigentlich die drei umsatzstärksten Filme des Jahres, insbesondere für uns, aufs nächste Jahr verschoben wurden oder ohne Termin sind. Da geht es um den James Bond im April, der natürlich ein tolles Ostergeschäft versprochen hätte. Dann wäre im Mai normalerweise der Autokinofilm schlecht hingekommen, nämlich der neunte Teil der Fast and Furious-Reihe. Und für die Sommerferien sind jetzt auch schon die Minions verschoben, die natürlich auch ein super Geschäft für uns versprochen haben, weil Kinder- und Familienfilme während der Sommerferien laufen immer gut. Und das ist natürlich eine Katastrophe. In der aktuellen Lage müssen wir auf Filme zurückgreifen, jetzt die in den letzten Wochen und Monaten liefen. Das ist natürlich kein Problem. Wir versuchen in der Hauptsache ein Programm zusammenzustellen, das, sage ich mal, in der ersten Vorstellung, die etwas früher stattfinden kann, äußerst familientauglich ist, sodass hoffentlich das Angebot von Familien mit Kindern auch angenommen werden kann. Und versuchen dann in einer zweiten Schiene mehr so, also ich will jetzt sagen, die Horrorfilm-Freunde zu bedienen. Aber da kommen dann eher die FSK 16-Filme. Wir werden jetzt auch nochmal Bad Boys 3 einsetzen, der ja im Januar sehr erfolgreich lief, und spielen dann auch nochmal einen Horrorfilm meistens mit dazu, sodass wir hoffen, da auch hoffentlich viele Leute für das Programm interessieren zu können und hoffen, dass das Angebot genutzt wird. Ja, also Horrorfilme, denke ich mal, gehen ja ganz gut im Autokino. Oder gibt es eigentlich so eine Auswertung, welcher Film am allerbesten lief so in den Autokinos? Das ist natürlich immer sehr schwer vergleichbar. Also ich glaube, ich kenne jetzt nicht, kenne keine Statistik aus den letzten 60 Jahren. Nur insgesamt muss man natürlich sagen, dass ein Film wie Der König der Löwen aus dem letzten Jahr mit Sicherheit einer der erfolgreichsten Filme im Autokino jeweils war oder jemals war. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass in der analogen Zeit, als es noch 35mm Kopien gab, das ging ja bis 2013 ungefähr bei uns, da konnte man ganz einfach Filme nur eine gewisse Zeit lang spielen und danach musste die physische Kopie, die man hatte, die musste man weitergeben an das nächste Kino, da war man vertraglich gebunden. Heutzutage ist es so, wenn der Film einmal da ist, dann hat man den auf seinem Server, kann die Festplatte weiterschicken und jeder Filmverleih ist froh, wenn man den Film weiter einsetzt. Und so hatte man natürlich jetzt oder hat im Allgemeinen jetzt und auch bei König der Löwen im letzten Jahr ganz andere Möglichkeiten, den Film noch wochenlang ohne Probleme zu zeigen. Darüber hinaus, wie ich gerade eingangs auch schon sagte, ist natürlich jeder Film aus der Fast and Furious-Reihe immer ein Bringer in den Autokinos. Ganz klare Sache, da kommen die Tuning-Freunde schon aus Tradition und läuft natürlich auch immer sehr, sehr gut. Ansonsten sage ich aber auch immer, wir sind ein ganz normales Kino, wo alle Blockbuster sehr gut laufen und da sind wir von der normalen Entwicklung in den normalen Indoor-Kinos auch nicht abgeschnitten. Das klingt ja schon mal sehr gut. Und man sitzt halt gemütlich dann in seinem Auto und sie übertragen den Ton ja über die Autolautsprecher, ne? Das ist dann so eine Frequenz oder wie funktioniert das? Genau, das ist eine ganz normale Radiofrequenz. Ja. Das haben wir seit Ende der 90er Jahre in den Autokinos. Das heißt, wir senden mit einem baugleichen Sender, wie das auch jeder Radiosender heutzutage tut. Wir sind allerdings natürlich nur berechtigt, die Sender so stark einzustellen, dass sie, dass die Frequenz unser Gelände nicht verlässt. Das ist sogenannter Privatfunk. Wir dürfen also nur auf unserem eigenen Gelände senden. Und dort ist das eine ganz normale Radiofrequenz, wie wenn Leute im Bereich Kornwestheim SWR 3 oder ähnliches hören wollen.
Was sind jetzt so die nächsten Kracher, die dann demnächst kommen werden im Autokino jetzt? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Also da kann ich nicht mehr sagen, was nicht kommt. Also es wäre ja jetzt A Quiet Place im Augenblick gewesen, A Quiet Place 2 ja. ist verlegt, James Bond ist verlegt, Black Widow ist verlegt, Fast and Furious 9 ist verlegt. Im Moment steht, glaube ich, noch Wonder Woman 1984 auf Termin Anfang Juni. Das wäre eventuell der nächste Blockbuster, der kommen könnte. Ob das passieren wird, das weiß man nicht. Die Minions sind für Anfang Juli schon verschoben, hier aber aus dem Grund, weil derzeit das Filmstudio wegen des Coronavirus geschlossen werden muss und der Film ganz einfach nicht fertiggestellt werden kann. Vielleicht wird dann ab dem 16. Juli Top Gun einer der großen Renner diesen Jahres. Ah, das, ich hoffe mal, dass der dann auch kommt. Also der Trailer sah ja schon mal richtig gut aus und ja. Dann passt er dann unter freiem Himmel, kann man den ja vielleicht dann genießen bei Ihnen. Und ansonsten haben Sie jetzt eine Horrorreihe, hatte ich gesehen, mit diversen, genau, auch so, sag mal, so Filmen, die schon gelaufen sind, aber die vielleicht die manchen oder der ein oder andere im Kino verpasst hat und wo man sich sagt, ey, ich den zu Hause auf meiner kleinen Kiste schaue, dann gehe ich doch mal, setze ich mich ins Auto und fahre dorthin und gucke das im Autokino. Ja, das machen wir eigentlich das ganze Jahr durch, immer wieder mit wechselnden Reihen, wobei es eigentlich so ist, dass wir im Winter an den Sonntagen, wo wir ja relativ früh spielen können, da es früh dunkel wird im Gegensatz zum Sommer, spielen wir also im Winter eigentlich Familienfilme, jeweils Samstag, Sonntag so circa 18 Uhr, und also auch Filme, die bereits gelaufen sind, aber vielleicht nochmal auf Interesse stoßen könnten im Familienkreis. Gefolgt dann von der jetzt eigentlichen Horrorfilmserie. Im Sommer spielen wir entsprechend Sommerklassics. Dazu gehört natürlich als erstes immer Filme wie Grease oder Dirty Dancing, praktisch dieses Open-Air-Feeling dann so richtig bedienen. Und im Herbst, wenn wir wiederum wieder etwas früher spielen können, dann versuchen wir auch mal ganz anderes Publikum anzusprechen und spielen eine Arthouse-Reihe. Okay, was läuft da dann so? So. Da laufen Filme wie jetzt zum Beispiel Der Papst, diese Dokumentation, hieß das Der Papst? Wie hieß der? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, das war doch glaube ich, mit mit dem Dings, der an Hannibal gespielt hatte, hier Hannibal Lecter, ne? Oder? Nein, ich rede schon von dieser Doku eigentlich. Ach so, hieß es nicht die zwei Päpste oder? Nee. Auch wieder was anderes, okay. Ich komme, also diese Doku über Papst Franziskus war das. Mhm. Aber auch Filme halt wie Monsieur Claude dann oder Green Book, solche Filme laufen dann. Ah, okay. Ja, Green Book ist ja auch ein sehr guter Film. Oscar prämiert und so. Ja, ja. Ja. Ansonsten, wie sieht es bei Ihnen selber aus? Was schauen Sie selber gerne am liebsten so? Was sind so Ihre Lieblingsfilme? Ja, ich schaue gerne Komödien und Actionfilme, allerdings keine Horrorfilme. Also Komödien und Actionfilme, das ist so. Einen speziellen oder ein paar spezielle mal nennen, wo Sie sagen, das sind so die Filme, die gucke ich mir gerne an. Ja, also was natürlich immer geht, man sich sogar immer mal wieder anschauen kann, sind die Stirb-Langsam-Filme. Ich fand auch zum Beispiel Auf der Flucht mit Harrison Ford damals ganz toll. Mhm. Das sind Filme, die kann man sich immer wieder anschauen. Aber ich bin natürlich auch dafür zu begeistern, mit meinem Sohn in Kinderfilme wie Minions zu gehen. Die finde ich dann auch ganz klasse. Vielleicht finde ich sie sogar noch besser als er, keine Ahnung. Und welchen haben Sie zuletzt gesehen im Kino? Welchen Film im Kino? Ja, zuletzt. Ich war tatsächlich am letzten Tag, mehr oder weniger als die Kinos noch aufhaben durften, in Bloodshot gewesen. Bloodshot, und ist der gut? Den habe ich noch nicht gesehen. Ich fand ihn nicht ganz so überzeugend. Ja, ich dachte es mir auch schon so. Es ist, also, ich sage es mal übersetzt, ich bin eigentlich leicht zu begeistern von vielen Filmen, aber nee, hat mich nicht unbedingt überzeugt. Ja, bei der letzten Gelegenheit, wo ich hätte ins Kino gehen können, wo es noch so halbwegs auf war, wir gehen ja immer in die Sneak Preview auch in Stuttgart, da war gleichzeitig auch das VfB-Spiel und es war das allerletzte VfB-Spiel oder das letzte Spiel mit Publikum, wie wir jetzt erfahren haben, und da bin ich dorthin gegangen. Ja. Na, mal gucken, okay. Aber es wird ja hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis die Kinos wieder öffnen und deswegen auch der Aufruf an unsere geschätzten Hörer, wenn ihr ins Kino gehen möchtet,
schaut ruhig mal ins Autokino, also hier die bei uns in der Nähe sind, autokino-convestheim.de. Ansonsten die Hauptseite nennt sich autokino-deutschland.de. Guckt mal dort, da findet ihr diverse Kinos, zum Beispiel in München gibt es eins, Aschheim, wie gesagt bei uns Stuttgart, Frankfurt, Grafenbruch, Köln-Potz und in Essen. Also und die, oder welche haben jetzt noch offen? Das geöffnet haben im Moment nur das Autokino Convestheim und das Autokino Essen. Okay, also wenn ihr da in der Nähe seid, Essen hat ja bestimmt ein ziemliches Einzugsgebiet. Convestheim hat ja auch quasi Stuttgart und nach oben hin Heilbronn, denke ich mal, die Richtung. Dann schaut auf jeden Fall mal auf der Webseite vorbei und guckt, ob da vielleicht irgendwie ein cooler Film läuft und unterstützt damit auch die Kinos, damit sie weiterhin schöne Filme zeigen können. Na? Dann bedanke ich mich mal für das kurze, spontane Interview hier, dass es geklappt hat und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Autokino. Und Dankeschön, sehr gerne. Dass Sie die schwierige Zeit jetzt durchstehen. Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass die Situation sich bald verbessert, aber Gesundheit geht natürlich vor, ganz klar. Ja. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen, was wir über Skype geführt haben. Und ja, geht, nutzt die Autokinos, die noch offen haben, sind ja nur zwei. Also wenn ihr hier aus der Region Stuttgart kommt, geht da mal hin. Und der Herr Heiko hat es ja auch gesagt, es gibt da so eine Aktion mit dem SWR zusammen, wo, glaube ich, jeden Morgen im Morgenradio Tickets verlost werden und Gutscheine. Da könnt ihr ruhig mitmachen. Und dann könnt ihr ins Autokino nach Convestheim. Ist bei mir ganz in der Nähe. Kann ich fast vom Hausdach aus die Leinwand sehen hier. Und ihr vielleicht auch, oder? Wenn ihr in der andere Richtung guckt, oder? Von Stammheim aus? Nee, keine Chance. Okay. Ja, aber ist nicht weit weg, gut erreichbar. Auch weiter. Ja, war auch schon. Ist auch ein tolles Kino, ist eine tolle Sache. Ich habe da noch keinen Film geschaut. Ich habe es aber gedacht, dass, ja, na, was willst du da machen mit zwei Kindern und so und mit dem, die altersmäßig so unterschiedlich sind, geht das schlecht. Ja. Tja. Okay, was haben wir noch so? Filmempfehlungen, lassen wir mal aus. Filmcharts und Neustarts. Ah, Neustarts haben wir ja, die, was auf Blu-ray rauskommt. Kinocharts und Neustarts. Charts haben wir nicht. Das Witzige, Charts ist eher schlecht gerade, ja. Ja, das Witzige ist, auf IMDb gibt es tatsächlich auch die Kinocharts für die USA. Und da sind tatsächlich auch Einspielergebnisse gelistet. Ich nehme mal an, das sind dann auch so Autokinos oder sowas. Also irgendwas, was noch offen haben darf. Und die sind aber wirklich verschwindend gering. Also wenn ich das hier zusammenrechne mal, die Top 10, 10, 20, 30, ja, vielleicht zusammengenommen, vielleicht 30 Millionen insgesamt in ganz Amerika. Ja. Alle zusammen, ja. Wow. Huh. Da ist zum Beispiel auf Platz 1 ist Onward, auf Platz 2 ist Bloodshot. Ja, aber... Den habe ich auf meiner Watchlist jetzt auch noch. Den gibt es auch bei Sky. Okay. Habe ich auf meiner To-Watch-Liste. Liste. Bloodshot. Bloodshot, ja. Okay. Hat einen ganz einfachen Grund. Ja, spielt da Ana de Armas mit oder was? Nee, aber Aiza González. Okay. Du bist so durchschaubar. Oh, Chris, du bist so einfach durchschaubar. Natürlich, hallo. So, die Neustarts vom 30. März. Du bist überhaupt nicht vorbereitet, oder? Doch. Du musst gerade suchen, was wir heute für ein Datum haben. Ja. Ja, dann erzähl mal, was ist denn so ein Neustart? Black and Blue. Polizistin Alicia, gespielt von Naomi Harris, ist noch neu im Job, als sie versehentlich den Mord an einem jungen Drogendealer mit ihrer Körperkamera festhält. Nachdem sie bemerkt hat, dass der Mord von korrupten Polizisten begangen wurde, beschließt sie, sich mit Milo, gespielt von Tyrese Gibson, zusammen, der bereit ist, ihr zu helfen, sowohl den Verbrechern als auch der Polizei zu entkommen. Wie komisch. Milo ist doch der Sänger, oder? AO Technology, ne? Ja, genau. Ja. Von mir. Der lief doch vor gar nicht langer Zeit, lief der doch im Kino erst, ne? Das ist noch nicht lange her, kann ich mich erinnern. Irgendwie Black and Blue hatte ich irgendwie in Erinnerung. Hat man bei Neustarts. Was kommt noch? Der nächste müsste was für dich sein, den hast du gesehen, glaube ich.
Ja, den nächsten habe ich tatsächlich gesehen. Das perfekte Geheimnis, den habe ich in Wolfsburg gesehen. Drei Frauen, vier Männer, sieben Telefone und die Frage, wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Wir haben ihn besprochen in einer der vergangenen Folgen mit Elias Mbarek, mit Frederik Lau, mit Chantal, mit Florian David Fitz, also mit Caroline Herfurth, mit dem Who is Who der deutschen Filmszene, der aktuellen. Kann man sich mal anschauen. Jetzt gerade kann man sich's mal anschauen. Ja, in Wolfsburg kann man das auf jeden Fall. Ist besser als alles andere, was man da machen kann, glaube ich. Nee, das ist nicht besser als alles andere. Das Beste, was man dann in Wolfsburg Eishockey machen kann, ist zum Eishockey zu gehen. Genau. Dann ist es Platz zwei. Ja. Ins Kino gehen. Es kommt auch noch auf Blu-ray raus: Bayala, das magische Elfenabenteuer. Die Elfenwelt Bayala ist ein Land der Magie, bevölkert von unterschiedlichen Elfenstämmen, die im Einklang mit der Natur leben. Bla 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 bla, Tinkerbell-Klon, bla 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 bla, Tinkerbell-Klon nochmal, bla bla bla. Wenn die vereinten Elfenstämme ihre Kräfte bündeln und die magischen Drachen wieder heimisch werden, kann die Rettung von Bayala doch noch möglich sein. Damit dies gelingt, treten Prinzessin Sura und ihre Gefährten eine abenteuerliche Reise an, die sie nicht nur in die fernen Drachenberge, sondern auch zu Ophira, der gefährlichen Schattenkönigin, führt. Ah, Herr der Ringe-Klon, haha. Okay, weiß nicht. Ja, schön. Warum hast du Aretha Franklin Amazing Grace ausgelassen? Weil Doku oder? Steht bei mir gar nicht. Ich hab nur Blu-ray. Ich hab die DVDs aufgemacht, nett wie ich bin. Weil da wäre nämlich Aretha Franklin die Dings drin. Das ist, glaube ich, eine Doku, die man sich durchaus mal anschauen kann. Aber das nur mal so. Dann haben wir hier noch Deutschstunde. Ganz hervorragend. Für mich als Mathelehrer natürlich das absolut richtige Thema. Deutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der jugendliche Siggi Jepsen, Tom Kronau, muss in einer Strafanstalt einen Aufsatz zum Thema Die Freuden der Pflicht schreiben. Deutschlehrer. Er findet keinen Anfang, das Blatt bleibt leer. Als er die Aufgabe am nächsten Tag nachholen muss, diesmal zur Strafe in einer Zelle, schreibt er wie besessen seine Erinnerungen auf. Erinnerungen an seinen Vater Jens Ole Jepsen, Ulrich Nöten, der als Polizist zu den Autoritäten in einem kleinen norddeutschen Dorf zählte und den Pflichten seines Amtes rückhaltslos ergeben war. Muss ich mehr erzählen? Na, nö. Ja, der Konflikt zwischen den beiden Männern spitzt sich immer weiter zu und Siggi steht zwischen ihnen. Anpassung oder Widerstand? Diese Frage wird für Siggi entscheidend. Na, schlecht ist der Film bestimmt nicht. Wir sagen nein und du redest trotzdem weiter. Ja, das ist meine Eigenschaft. Ja. Ich bin ein Rebell, ich lasse mir nichts sagen von euch. Also, das waren die Blu-ray-Neustarts. Hast du bei den DVDs da noch irgendwas drin, was ich jetzt hier... Bei den DVDs wäre es noch M.C. Escher, Reise in die Unendlichkeit. Ist das M.C. Escher oder Mac Escher? Oder? Naja, also es geht um Treppen, die gleichzeitig aufsteigen und hinabgehen, um sich in einem Kreis zu verbinden. Ich habe es auch gelesen. Ach, deswegen das bin von, Inception, dieses Ding, was da auch war, ne? Ja, ja, deswegen bin ich von MC weggegangen zu MC Escher, weil MC Escher klingt wie ein neues Album, aber... Microphone Checker. Ja, oh. Naja, also, das waren die Blu-ray-Neustarts. Ist auch ein bisschen dünner jetzt gerade, mal gucken. Ja gut, das ist natürlich die Verschiebung. Wenn nichts anläuft, dann kann auch nichts auf Blu-ray kommen, ne? Klar. Ist wohl wahr, ja. Ja. Ach, ich sehe, ihr habt hier Serien geguckt. Dann hau ich doch gleich mal hier den Trainer rein. Serien. Chris, du guckst die erste. Hast du noch nicht gesehen? Doch, aber deswegen steht Rewatch dran. Ich habe wieder angefangen mit How I Met Your Mother. Und auf Netflix, How I Met Your Mother, und ich habe mich jetzt schon in der ersten Staffel, ich bin jetzt, glaube fast mit der zweiten sogar schon durch, ich könnte mich einfach weglachen, immer wieder, es ist so, ich habe es, glaube gestern habe ich es der Kate nochmal kurz gezeigt, ich so, hey, du willst nochmal einen Grund wissen, warum ich diese Serie so geil finde, habe ihr einfach einen kurzen Ausschnitt gezeigt, das Ergebnis war Augen verdrehen und grinsen, weil sie genau wusste, ja, der gleiche Chaot hockt hier bei ihr. Ist einfach so. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn du dich mit Marshall vergleichst. Ja. Nein, nur in dem Fall. Aber das, ja. Also ich feiere diese Serie tatsächlich immer noch sehr. Hat jetzt mal ganz gut getan, dass es nicht immer auf ProSieben hoch und runter läuft, dass man da mal ein bisschen Abstand gewinnt. Und einfach so viele auch wieder da Erinnerungen geweckt werden einfach an die Serie.
und Charaktere immer wieder auftauchen und du denkst, ach was, ach was. Und ja, einfach herrlich schöne Geschichten. Das ist, ich suche gerade noch, ich würde gerne wieder, beziehungsweise mir fehlen, glaube ich, irgendwie zwischendrin ein paar Folgen von 30 Rock. Da suche ich gerade irgendwie, ob es die irgendwo mal gescheit gibt. Die ist momentan nur bei Sky Go. Die haben aber auch nur irgendwie 2 Staffeln drin. Ganz komisch. Also nicht alles. Irgendwie ganz komisch. Also ja, obwohl, nee, warte mal hier. 21, nee, Staffel 0. Was ist denn das? Ganz komisch. Also ich warte, Staffel 0 ist gut. Ja, steht hier drin bei Wer streamt es? Staffel 0, 21 Episoden. Staffel 1, eine Episode. Ach, ich glaube, das war so ein Sonder. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht alle Staffeln. Ich würde die gerne mal wieder gucken. Auch Parks and Recreation und sowas. Ja. Oh ja. Community gibt es ja hier auf Netflix neu, ne? Von den Machern von Rick and Morty. Also wer es nicht kennt und nur hier Rick and Morty abfeiert, dann guck mal Community. Gibt es auf Netflix alle Staffeln. Ist echt geil. Ja. Und auf Join sehe ich hier. Auf Join. Ha. Join. Ich habe noch eine andere Serie fertig gemacht und ich bin nicht alleine. Ja. Ich auch, glaube ich. Ja, haben wir nämlich alle drei gesehen. Die letzte Folge von Picard. Kate, möchtest du vielleicht mal was drüber erzählen? Nee, ich verrate nur alles. Wie reiht sich das denn ein in den Kanon? Boah, ich glaube ein ganz eigener Kanon, oder? Also ja. Gefühlt. Ja, es ist, also großartige Serie, nach kann man TNG das mal sagen. Oder so. Ich glaube, nach TNG ist das einfach, dass da ein paar Sachen passiert sind. Ne? Also in dieser Zeitlinie. Ja, vieles, was halt auch vieles miteinander verbindet, aber auch gut miteinander verbindet. Und sehr, sehr schön. Also gerade die letzte Folge war nochmal ein absolutes Highlight. Ey. Ja. So bam und bam und hier und da und die Charaktere, die nochmal aufploppen. Und ich bin ja jetzt nicht so der absolute Star Trek-Fan und alles. Also ich würde mal mein Star Trek nicht so, Star Wars, ja. Star Trek ist eher so, ja, ich, wie gesagt, ich würde da mein Level als schon cool bezeichnen, aber stinkt immer noch gegen Star Wars ab. Aber das ist was anderes. Ich mag beides. Ja, ich mag auch beides, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich mich für Star Wars entscheiden, jederzeit. Das ist der Punkt da dahinter. Nein, großartige Serie mit einem unfassbar coolen Ende. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ich hoffe ja, dass das eigentlich die Brücke schlägt für eine weitere Staffel, wo es dann. Nein, die zweite Staffel ist bestätigt. Das, also, da, weil ist auch völlig außer Frage. Jetzt kann es ja richtig losgehen. Also, jetzt. Ja, nee, da hast du natürlich recht. Also, was da passiert ist, alles, die ganzen Leute, wo da aufgetaucht sind, jeder hat so seine Daseinsberechtigung. Im Endeffekt. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist auch relativ sehr cool. Deswegen, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe auch echt mich wirklich super arg gefreut über das Finale, weil, wie gesagt, ich fand es absolut ein würdiges Ende einfach für die erste Staffel. Und hat, ja, da ist alles dabei. Du hast dieses Retro-Gefühl, du hast trotzdem was Neues, du hast ja, es bringt alles zusammen und das ist für mich wieder so ein Beispiel, wie Spin-Offs funktionieren sollen. Also ich erlebe es jetzt gerade beim Mandalorian, wenn ich da die ersten 2 Kapitel mir anschaue, sage ich, hey, saugeil, so stelle ich mir das vor, aber ich denke, das werden wir nochmal en Detail besprechen, in Ruhe. Und Picard ist für mich auch so eine Spin-Off-Serie, wo ich sage, hey, auf den Punkt, das passt, so möchte ich das haben. Das sind Geschichten, die zu den Filmen, zu den Serien richtig, richtig geil die Sachen einfach weitererzählen. Das macht Spaß, da lebt man mit, da ist man auch eher gefangen, wie wenn es jetzt irgend so eine 0815-Abklatsch wäre, mit Hauptsache wir klatschen irgendwie was hin und schlachten die Sau, solange es noch geht, und melken die Kuh und solche Sachen. Sehe ich das nur, ist das so? Oder? Wir haben ja, glaube ich, noch nicht über die Serie gesprochen hier, oder? Haben wir schon mal was erwähnt? Über vielleicht? Was? Über PK? Ja, doch, vielleicht. PK haben wir schon gesprochen. Ja, okay, drüber, dann passt es ja. War mir jetzt nicht mehr sicher, wo ich da jetzt drüber gesprochen habe. Ja, nee, passt. Also ist wirklich sehr schön gemacht. So 1, 2 Figuren, die können noch ein bisschen besser ausgearbeitet sein von dieser restlichen Crew und so.
An sich wirkt es fast so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy irgendwie so von der Crew her. Ist irgendwie alles Mögliche vertreten, ja. Irgendwie ganz ein wilder Mix. Ich finde aber, dadurch, ja, es sind halt nur ein paar Figuren auf diesem Raumschiff. Es könnten halt durchaus noch mehr sein. Halt, ja, dass da ein bisschen eine größere Mischung da ist. Wie halt bei solchen Serien, ist halt immer ganz gut, wenn du verschiedene Charaktere hast, wenn du ein bisschen Auswahl hast, mit denen du spielen kannst, mit den Figuren und so, dass nicht immer nur dieselben Figuren so in Fokus geraten oder irgendwelche Sachen machen müssen, sondern dass da vielleicht auch mal eine andere Figur drankommt oder mal jemand aus der hinteren Reihe mal nach vorne tritt oder so. Das finde ich, da können sie noch dran feilen. Die Effekte waren schon cool, die Cameo-Auftritte, die erst hatte man es erwartet immer in den ersten Folgen, da kam nichts und dann kam hier mal was, so ganz wohl portioniert und dann wurde es immer mehr und ja, ich will mal nichts verraten. Auf jeden Fall extrem coole Serie, mir hat das Ende auch sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe da, dass die zweite Staffel nicht so lange auf sich warten lässt und ich würde mir, glaube ich, auch einen Film darüber angucken, wenn die wieder sagen, okay, sie wollen auf die große Leinwand gehen, wäre ich sofort dabei. Vor allem, dass die zweite Staffel auch von der Qualität her mit der ersten mithalten kann. Oh ja, das wird schon, denke ich. Ganz im Gegenteil, die werden vielleicht jetzt die erste Staffel so ein bisschen, naja, wir gehen da mal vorsichtig ran, hauen da mal noch nicht so viel, investieren da mal noch nicht so viel und gucken mal, wie es läuft und dann wenn es läuft, wie sich ja gezeigt hat, also der ist ja überall positiv besprochen worden, dann nehmen sie vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand und werden da vielleicht einige Sachen noch beseitigen, die nicht ganz rund gelaufen sind. Ja. Ja. Bin gespannt. Und du, Kate, wie siehst du es? Es ist eine sehr, sehr schöne Serie. Gefällt mir gut. Die, auf die ich gehofft habe, waren dabei. Und ja, so die Triple es war schön, sie wieder in ihren ursprünglichen Rollen zu sehen. Also ich bin ja ein großer Star Trek-Fan und liebe Brent Spiner und Jonathan Frakes sehr. Deswegen, ja, ich habe die ganze Zeit drauf gefiebert, dass sie kommen und ich wurde nicht enttäuscht. Sagen wir so. Ja. Hat Spaß gemacht. Ich möchte gerne eine zweite Staffel mit noch mehr alten Gesichtern, die jetzt älter sind, erwachsen sind. Da fehlen noch ein paar Figuren, vielleicht. Zumindest ja. Aus TNG. Ja, da fehlen noch ein paar. Gab es ein paar gute und so. Aber ich fand es so schön, dass du gesagt hast, du hättest dir gern mehr Charakter auf dem Schiff gewünscht. Naja, du musst ja auch überlegen, das Schiff war ja auch um einiges kleiner als die Enterprise. Ja. Und auf der Enterprise haben wir viel, viel mehr Charaktere gelebt. Deswegen, da habe ich jetzt, wie gesagt, für die zweite Staffel, dass er vielleicht wieder Captain wird und wieder ein Schiff hat, was dann mit guten alten Bekannten ausgestattet wird und mit neuen Charakteren. Genau, weil das meine ich. Die neuen sind ja jetzt auch nicht so übel. Das meine ich doch, dass ein bisschen Auswahl da ist bei den Charakteren. Ja. Zum Beispiel, bei How I Met Your Mother hast du ja auch jede Menge Charaktere und dann wird mal der Fokus bei jeder Episode mal auf der einen Figur, mal auf der anderen oder mal auf zweien von denen und so. Ja. Und da kannst du halt ein bisschen mehr machen. Hier war es halt doch schon, ja, also die Interaktionen auf dem Raumschiff, die waren halt immer sehr, sehr ähnlich. Also da hätte ich mir ein bisschen Abwechslung reingewünscht. Aber es ist ja noch alles drin. Das ist Gemecker auf hohem Niveau. Definitiv, ja. Jo, cooles Ding. Star Trek Picard anschauen auf Amazon Prime. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liebe Hörer. Dann sind wir soweit durch mit den Serien. Oh, Game ist auch noch dazu gekommen hier, oder? Games. Natürlich ist da noch ein Game dazugekommen. Das ist eins der Spiele, das ich jetzt in der letzten Woche absolut gesuchtet habe und auch heute noch fest vorhabe, eigentlich das letzte Level irgendwie. Ich hoffe, dass es das letzte Level ist, durchzuspielen. Und zwar bin ich ganz, ganz kräftig am Doom Eternal zocken. Ah, Erik, hast du Doom gespielt früher? Klar, wer nicht? So, und wenn du das gemacht hast, also 1993 kam das erste Doom raus, 1994 kam dann Doom 2. Ich habe beide Teile echt, ich habe da Erinnerungen tatsächlich noch dran an diese Zeit, wie jemand am PC ist, zu Hause saß und völlig abgefreakt da rumzurennen und das alles und diese Monster, diese
Dämonen wegzumetzeln als der Slayer, der man jetzt auch wieder ist. Und das ganze Spiel ist ja von ID Software und oder entwickelt wurde es von ID Software und alles. Und der Publisher jetzt ist Bethesda. Und Bethesda kennen wir ja aus einem unserer absoluten Lieblingsspiele mit Fallout 76 oder Fallout generell der ganzen Reihe. Und ich hab mir im Vorfeld echt so, weiß nicht, ist es, lohnt sich's oder nicht, weil das letzte Doom von 2016 fand ich eigentlich schon ganz cool. Dass das damals, also es war ja so der Reboot damals, vor 4 Jahren, und jetzt eben Doom Eternal. Und ja, das Spielprinzip ist genau das gleiche. Also, du rennst rum, du metzelst Dämonen ab, die die Erde besetzt haben, um die Erde zu befreien. Du bist halt der Slayer schlechthin und hast ein überschaubares Arsenal an Waffen, wie ich finde, aber was du halt hast, ist unfassbar viel Tempo in diesem Spiel. Und wenn du mal die Steuerung ganz so weit raus hast und weißt, was, welche Waffe gegen welchen Dämon und bliblablub das alles einsetzbar ist, entwickelt sich da so eine Dynamik. Und bei mir war es jetzt wirklich so, ich hatte Situationen schon hier am Bildschirm, wo ich den ganz, ganz stark erhobenen Mittelfinger dem Dämon gezeigt hat, den der jetzt gerade endlich mal geplatzt ist im 4. oder 5. Anlauf und lauter so Sachen. Und am liebsten würde ich manchmal auch den Bildschirm anschreien. Und was ganz arg wichtig ist, also es ist ein brutal schnelles Spiel. Du rutscht aber irgendwann rein, wenn du dich drauf anlässt und bist dann aber voll im Tunnel. Also dann ist nur so pam, 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 pam. Du funktionierst nur noch. Und das ist der Wahnsinn. Ich habe das so vermisst, so ein Spiel. Da ist Fallout im Vergleich ist wirklich tiefenentspannt. Also, das mag ich. Das mag ich. Ja, ja, wenn es tiefenentspannt ist. Ich finde das auch gut. Genauso wie Raft, wenn ich auf meinem Floß sitze. Der Raft, ey. Ja, aber nein, es gibt dann wirklich Spiele, da, die brauchst du, um runterzukommen. Also ich gehe dann mit dem Hund spielen oder so, um einmal kurz runterzukommen oder durchzuschnaufen. Oder wenn du das längere Zeit spielst, ist es super. Grafisch ist es cool gemacht. Die Animationen sind einfach herrlich. Derbe und witzig, es spritzt alles Mögliche an Körperflüssigkeiten darum, wenn du die Dämonen metzelst. Und ja, wie gesagt, es macht unfassbar viel Spaß, weil es unglaublich viel Tempo hat und einen, wie ich im Augenblick finde, noch sehr, sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad. Also es ist immer dieses, du spielst es und es ist brutal schwer, aber du hast trotzdem das Gefühl, hey, es ist fair, es ist machbar. Und das ist wieder was dann die Motivation bei mir relativ weit oben hält, weil es gibt ja immer so Momente in Spielen, wo du sagst, Alter, okay, komme ich hier nicht weiter, das ist auch total kacke und total schwer gemacht und bliblablub und hat Doom jetzt so nicht. Doom hat seine Phasen, wo es schwer ist, aber es bleibt trotz allem immer fair und das ist gut. Nur ich spiele es jetzt auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Auf dem fast niedrigsten Schwierigkeitsgrad, kann man auch so sehen. Ich habe so ein bisschen Bammel davor, da die Schwierigkeit hochzudrehen, weil ich glaube, dann wird es noch schneller und ich glaube, dann kippe ich einfach vom Stuhl, weil das kann mein Gehirn, glaube ich, und meine Augen, meine Hand-Augen-Koordination kann das, glaube ich, nicht mehr so verarbeiten wie noch vor 20 Jahren oder sowas. Also es macht höllisch viel Spaß und es ist unglaublich schnell und das ist kein Spiel, wo ich sagen kann, ich spiele jetzt eine Runde Doom zur Entspannung. Weil wenn ich Doom Eternal zur Entspannung spiele, dann stimmt in meinem Leben irgendwas nicht. Das will ich ganz ehrlich sagen. So, Erik, habe ich dir jetzt Lust gemacht auf dieses Spiel? Ah, ich werde vielleicht mal reingucken. Also jetzt kostet es ja noch, ist ja Vollpreis irgendwie 40 Euro oder so. Ja, aber guck, ich habe es im Vorverkauf für, glaube ich, 25 oder so geärgert. Das kann ich ja jetzt nicht mehr machen, Vorverkauf. Aber was das Thema Schwierigkeitsgrad angeht, ich habe ja hier noch einige so ältere Konsolen und sowas. Zum Beispiel auch einen alten Gameboy. Ey, das ist ja, ich habe da letztens mal wieder, habe ich mir ein neues Spiel gekauft bei eBay. Was heißt neues? Ein neues altes halt, ne? Und neu entwickelt. Nee, Doom Eternal für den Gameboy. Für mich jetzt neu. Und da war es halt so, weißt du hast dann so ein Level und wenn du stirbst, dann fängst du halt wieder ganz, ganz von vorne an. Ja, so war das damals. So, dann spielst du da so ein sauschweres Spiel und hast irgendwie 3 oder 4 Leben oder keine Ahnung und kannst irgendwie ein paar Herzchen sammeln.
Ja, wenn du stirbst und bist gerade in Level 8 und 9 ist der letzte, dann bist du halt wieder ganz am Anfang bei 0. So ja, aber das ist ja genau dieses Motto von den Spielen früher. Ich darf da nur an Pac-Man erinnern. Die konntest du nicht schaffen, da gab es keinen Endgegner. Ja, gut, die wurden einfach immer schwerer und schneller. Ich rede jetzt hier keine von einem ganz Chance. Normalen, also so, es war wie so ein Mario-Klon, also war das so ein, weißt du, mit Leveln und so. Da ging das schon, aber hier du fällst halt komplett zurück, ne? Ich meine, zum Thema Schwierigkeitsgrad. Ja, also da sind und die, Frustlevel, ne? Frustlevel, das sind dann schon die neuen Spiele. Ich habe tatsächlich auch mal eins, das habe ich ganz vergessen. Ich habe dieses Predator Hunting Grounds mal getestet. Da gab es ja jetzt eine kostenlose Aktion von Epic Games am Wochenende. Das macht echt Laune. Also da ist ein asymmetrischer Mehrspieler-Shooter, wie es so schön heißt. Das heißt, du spielst in einer Gruppe von, ich glaube, 4 oder 6 Leuten online. Und einer ist der Predator. Also einer kann als Predator spielen, das kann man sich so aussuchen. Und der spielt alleine. Ja, und der hat halt auch mehr Power. Ne? Also es ist halt dann wie damals in dem Film. Und die 4, die müssen halt den versuchen, da irgendwie durchzukommen durch diesen Dschungel. Und das macht schon, also es ist saugut gemacht. Wirklich genauso wie im Film damals, wie im alten 87er-Film. Ne? Also nicht wie in den neuen, diesen bisschen kurzer da. Ah, wirklich schön, also auch mit diesem Laservisier, was der Predator hat, mit diesen 3 Punkten und so und richtig schön overpowered der Predator und aber trotzdem so, dass die 4 das schaffen können, ja, und umgekehrt, der Predator alleine kann es auch schaffen, wenn die 4 nicht zusammenarbeiten und so. Das ist echt cool. Also vielleicht, wer da mal reingucken möchte, jetzt ist gerade die kostenlose Aktion vorbei. Danach kostet es, glaube ich, 32 Euro bei Epic, im Epic Store. Aber kann man mal einen Blick riskieren. Vielleicht wird es ja auch irgendwie mal billiger oder vielleicht gibt es mal wieder eine Aktion, dann teste das mal. Waren sehr viele auf den Servern jetzt bei der Aktion. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn es in einen normalen Betrieb übergeht. Wenn da natürlich, wie bei allen Online-Spielen, wenn da nichts mehr los ist und du findest da keine Leute mehr zum Spielen, dann macht es natürlich auch keinen Spaß, aber jetzt ist ja neu. Predator Hunting Grounds. Das war es dann mit den Spielen, glaube ich. Dann, Musiktipps. Oh ja, muss ich doch eintragen. Ich habe einen. Ich habe extra gewartet damit mit eintragen. Bis du sagst. Was möchtest du damit, denn? Damit du nicht vorher kommst. Warte mal, ich habe jetzt einen Button dafür, oder? Music. Okay, alles klar. Cool, ne? Das klang wie so ein Tutorial-Video. Ja, das ist auch... So, you press this button and this button. Das ist auch eine computergenerierte Stimme. Music. Oh, muss ich aufpassen, hey, der... Manche machen da ein ganzes Album draus. Kann ich auch. Ich lasse dann einfach den Rhythmus weiterlaufen. Oh ja, hervorragend. Tolle Idee. Ja, was habt ihr? Wer möchte anfangen? Kate. Ich habe ein Lied, das ist schon relativ alt, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Old City mit Fireflies. Okay. Warte mal, ich such's mal ganz kurz hier raus. Ach, das ist das. Slowly. Ja. Das ist das. Ah, okay. Jetzt erkenne ich es auch. Chris war sehr nah dran mit seinem Singen. Ja, danke schön. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ja, soll ich weitermachen? Ja, machen wir weiter. Bitte. Ich habe von Patrick Pietschmann The Force Theme. Okay. Was hat der gemacht da? Gibt es das bei Spotify? Warte mal. Das gibt es bei Spotify, ja. Das ist auf ein Klavierstück, ein Instrumentalstück. Pietschmann Force. Da ist es. Okay. Ich bin gespannt, Erik. Hör mal rein. Ich bin mal gespannt, wie es dir gefällt. Piano-Version. Kinocast Songs packe ich drauf. So, das Old City Fireflies auch. Und ich habe Tupac mit Changes. Oh. Sehr schön. Okay. Ich hatte letztens nämlich einen Film geguckt oder eine Serie, da kam das. Dachte ja. Playlist. So, jetzt. Tupac mit Changes und dann
sind alle drauf auf unserer Spotify-Playlist, die da heißt Kinocast-Songs. Die könnt ihr abonnieren, wenn ihr ein bisschen durch die Wohnung dancen wollt während des Lockdowns. Dann ja, so, alle drei drauf. Was gibt's denn da noch so? Was haben wir denn hier so für Kommentare bekommen? Es gab, glaube ich, noch Kommentare außerdem vom Thomas. Der Phi hat noch geschrieben: Vielen Dank für die Tipps und eure Meinung zu den Filmen. Eins zu Spencer Confidential. Henry, gespielt von Alan Arkin, ist nicht Spencers Vater, sondern sein Boxlehrer. Ein wesentlicher Punkt ist ja, dass Spencer ohne Vater aufgewachsen ist. Stimmt natürlich total, ja, irgendwie. Mir war das so wie eine väterliche Figur dann in der Zusammenfassung, ja. Aber Chris, du hast noch nicht reingeguckt, ne? Spencer Confidential. Nee, ich habe noch nicht reingeguckt. Dann guck da ruhig mal rein. Ja, mache ich ja. Und dann Nikolas hat noch geschrieben, oder Nikola, keine Ahnung. Kein Wunder, dass sich Spencer Confidential wie ein 80er Buddy-Movie anfühlt. Er basiert nämlich auf der Serie, auf den Serien Spencer for Hire und A Man Called Hawk. Kenne ich alle beide nicht. Ich kenne nur, gab es nicht Hawk irgendwie mit Bruce Willis irgendwas? Nee, Hudson Hawk war das, ja. Das war ein Film, ja. Beide Serien liefen Ende der 80er auf Sat.1, da hatte ich noch kein Sat.1. Hawk war dabei eine Nebenfigur in der Spencer-Serie und bekam später aufgrund großer Beliebtheit sein eigenes Spin-off. Der neue Film hat viele Referenzen an die Serien, zum Beispiel der Truck, der immer wieder auftaucht. Insgesamt hat mir Spencer Confidential auch gut gefallen. Ich wäre ebenfalls bei 7 Punkten, ja. Dann danke dafür. Und genau, ich habe noch eine E-Mail bekommen vom Konstantin, ich sag mal M. Nachname ist der Redaktion bekannt. denn auf kinocast.net könnt ihr auch, wenn ihr selber zum Beispiel einen Podcast habt oder irgendwie einen YouTube-Channel, und da ist man häufig mal auf der Suche nach irgendwelchen Soundfiles, wie jetzt hier zum Beispiel solche Geschichten. Und wie ihr ja gemerkt habt, war mal wieder kreativ. Ich habe auch noch mehr. Die kommen aber dann später, wenn wir die anderen Rubriken noch haben. Da fallen meistens dann auch noch so ein paar Intros dabei ab, die ich gerade nicht verwenden kann, oder gerade wenn ich für andere irgendwelche Intros mache oder irgendwelche Sachen. Und da habe ich... Music. Ja, zum Beispiel Music. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch noch drei neue hochgeladen auf kinocast.net und dann unter freie MP3-Sounds einfach mal klicken. Da sind jetzt drei neue dabei. Das eine heißt Bioshock, das andere heißt Pac-Man und das andere heißt Rockig. Und die könnt ihr kostenlos verwenden, wenn ihr einen Podcast habt und wollt da ein bisschen mit Musik irgendwas machen, eine Einleitung oder Intro oder irgendwas. Und die anderen natürlich auch alle, die dort zur Verfügung stehen. Und der Konstantin, der hat nämlich eins von denen schon genommen gehabt. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, dass ich mal wieder ein paar neue machen könnte. Er hat nämlich geschrieben, ich wollte Sie, wie von Ihnen gewünscht, darauf hinweisen, dass ich eins Ihrer Intros in meinem Podcast verwendet habe, welchen ich gemeinsam mit zwei Freunden produziere. Den Podcast finden Sie auf allen guten Podcast-Plattformen oder auf der Webseite film-finders.de. Und da möchte ich doch gleich mal ein bisschen Werbung dafür machen. Ich habe nämlich schon mal reingehört, ist gar nicht mal schlecht. Kann man auch, wie gesagt, auf allen möglichen Podcast-Plattformen anhören. Und die bequatschen alle möglichen Filme, reden über die Berlinale und sonst was alles, ne? Und ja, hört da mal rein. Also heutzutage in dem Corona-Lockdown, da kann man nicht genügend Material finden, wo man sich irgendwie Sachen anhören kann. Wir haben zum Beispiel Weihnachtsfilme besprochen am 24.12. und alles Mögliche. Also einiges Material, und da wird, denke ich mal, auch noch mehr kommen. Und in der aktuellsten Ausgabe, glaube ich, vom 22.03. in der Nummer 11 von denen, da ist, glaube ich, ein Soundschnipsel von mir drin. Aber nicht Music, Chris, keine Angst. Also, von Ihnen, Erik. Ja, von Ihnen. film-finders.de. Und ja, dann sind wir, denke ich mal, heute soweit durch, oder? Falls ihr die Lift habt, liebe Hörer, in Stuttgarter Raum, sind DVD- und Blu-ray-Tipps von mir drin. Hey. Die aber ein bisschen, ich habe den Material geliefert gehabt und Texte geschrieben, aber anscheinend haben sie oben neben dem Bildchen, das passt irgendwie nicht ganz zum Text, weil steht da: Erik Späte vom Kinocast sieht alte Klassiker, und da unten stehen die Blu-ray-Tipps von den neuen Filmen. Also irgendwie haben sie aber wahrscheinlich von der letzten Woche oder vom letzten Monat, da stand der Text vielleicht noch da, da hat vielleicht irgendjemand alte Charlie Chaplin-Filme vorgestellt oder so, keine Ahnung. Ja, und dann unten ein bisschen zusammengestrichen, wo jetzt gerade bei Jay und Silent Bob das nicht mehr ganz Sinn ergibt. Aber egal, die Lift könnt ihr euch mal holen.
Habt ihr noch was? Nö. Nö. Nee. Dann gehabt euch wohl, auch liebe Hörer, ne? Bleibt gesund, stay at home, bleibt zu Hause. Seht zu, dass ihr euch nirgendwo ansteckt. Seht zu, dass ihr es nicht verbreitet, falls ihr es habt. Und schaut die Sneak Preview, die der Chris angekündigt hat. Schauen das scharf. Ja. UFO-Alarm auf Kino on Demand, damit euer Lieblingskino auch nach der Krise noch da ist. Und ihr nicht dann sonst wohin fahren müsst, um mal einen coolen Film im Kino zu sehen. Bis dahin. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.